Herzlich willkommen bei 21 Bau TV. Also das sind die weißen Planen, die Abdeckung von Kehlstütze K1 und K2, wie gerade im Bild von der Seite. Jetzt schauen wir ein bisschen mehr von Süden, denn wir sind am Wullesteg und haben hier direkt einen Blick auf die neue Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Im Vordergrund die beiden Treppenhäuser und jetzt schauen wir uns das geschwungene Dach an. Beim letzten Mal habe ich berichtet, dass 2/3 gegossen sind von der Dachkante und das letzte Drittel fehlt noch und wir sehen, die Hälfte davon ist jetzt eingeschalt. Und ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass das schon ausgegossen ist. Wie kann sowas so schnell gehen? Aber das ist offensichtlich fertig. Fehlt also nur noch der westliche Endpunkt und der östliche. Die Baustelleneinrichtungsfläche hier ist schon fast geräumt. Und letztes Mal haben wir berichtet, dass die Fahrspur über den neu verfüllten Zugangstunnel liegt. Also nicht der Tunnel ist verfüllt, sondern der Bereich drüber. Gut ein Drittel der Stützpfähle sind draußen. Also hier im hinteren Bereich, im vorderen Bereich. Die kommen noch dran. Und auch die unter uns. Dann können hier 2 Fahrspuren freigegeben werden und man kann sich hier drum kümmern. Und wie oft berichtet, aber zur Erinnerung, das Graue auf der B14 ist
Beton. Das bedeutet, darunter ist die Fahrbahn frei schwebend auf Stahlträgern, um dann drunter den neuen Tunnel zu bauen, beziehungsweise die Deckenplatte. Deswegen muss hier müssen beide Fahrspuren dann gesperrt werden, um das zurückzubauen. Ist aber kein Problem, denn hier entstehen ja zwei Fahrspuren. Und dann lässt sich das leicht regeln. Danke fürs Zuschauen und bis gleich in BA2425. Also nicht drin, sondern daneben.